Hallihallo. Ja, es geht so, danke. viele von euch kennen mich eh schon. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Matti, eigentlich Martin von der Facebook-Gruppe der informierten Bürger, also die Gruppe der informierten Bürger, wenn ihr es ersuchen will. Auf einer der ersten Mahnwachen, damals am Heldenplatz noch, habe ich auch schon gesprochen und habe euch was erzählt von unserer Möglichkeit zu wählen, jeden Tag zu wählen. Also nicht die Regierung zu wählen alle 5 Jahre, sondern jeden Tag zu wählen über unseren Einkaufszettel. Ein Einkaufszettel ist ein Wahlzettel, ist ein Spruch, der mittlerweile schon die Runde geht und der sehr gut ist. Und ich glaube, die meisten von euch denken dabei irgendwie an, naja, ich muss nicht unbedingt Monsanto unterstützen oder ich kann was Gutes tun für meine Gesundheit. Das stimmt auch im Grunde, aber man kann auch sehr viel mehr tun. Davon handeln meine 5 Minuten, länger brauche ich nicht. Es sind auch nur 3 Sachen, ich möchte nicht lange aufhalten. Durch die Bank persönliche Erfahrungen. Vor einigen Monaten ein Posting gesehen auf Facebook, einen Vergleich von einem Rasierhobel, das ist ein bisschen blöd, ich bin halt unrasiert, einem Rasierhobel aus Metall und den Rasierern aus Plastik von den schon bekannten Firmen. Sucht euch das einmal aus im Internet, den Vergleich, ihr werdet staunen, wie viel Plastikmüll man vermeiden kann, wenn man sich einen Rasierhobel kauft. Und, danke, wie viel Geld man sich erspart. Es ist unfassbar. Ein Plastikrasierer ist noch 3-mal in ein Plastik einpackt und kostet im Jahr ein Vermögen im Vergleich. Ein Rasierhobel hat sich innerhalb von wenigen Wochen amortisiert. Und es ist viel leibender. Die zweite Sache ist schon ein bisschen heikler. Betrifft die Fußballweltmeisterschaften, wenn das noch halbwegs aktuell ist. Ich kann mich erinnern, noch vor 3 Jahren ungefähr habe ich mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten und der hat so, wie es viele andere auch machen, sich beschwert darüber, dass die Fußballer so viel Geld verdienen. Dabei arbeiten die ja gar nichts und das ist ja Wahnsinn, sind alles Millionäre, wie geht denn das? Das ist relativ einfach. Die Sponsoren der FIFA sind McDonald's und Coca-Cola zum Beispiel. Sony, Adidas, sind eh alle bekannt. Ne? Also, es gehen alle hin und finanzieren die Gehälter der Fußballer und beschweren sich dann. Da ist irgendwas verkehrt. Auch da können wir entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Ich will niemanden dazu anstacheln, dort nicht mehr hinzugehen oder irgendwas nicht zu konsumieren. Das sind nur Ideen übrigens. Ja? Eine kleine Konsumrevolution. Es ist übrigens auch interessant, jetzt angesichts der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine und dem Zusammenspiel mit der Weltpolitik und dem Möchtegern-Feind Russland, dass die nächsten Fußballweltmeisterschaften in Russland stattfinden. Die Massenmedien sagen uns ja, wir müssen ja böse sein auf Russland, aber die Leute wollen dort Fußball sehen. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich das vereinbaren lässt, wer da jetzt für was ist. Aber das wird uns auch die nächsten, es ist noch viel Zeit, die nächsten 4 Jahre werden uns das zeigen. Und eine sehr leidende Erfahrung aus den letzten Wochen, das möchte ich auch noch sagen, dann bin ich wieder fertig. Wie ihr seht, also da muss ich kurz vorkommen, bin ich barfuß. Und wer sich noch erinnern kann, ich habe vor ein paar Wochen Straßenkreiden verteilt. Da kann man zum Beispiel auf die Straße malen, Google Doppelpunkt, das bitte ich euch nicht auf die Straße zu malen, sondern mal nachzugoogeln daheim. Google Doppelpunkt, Vorteile, Nachteile, barfuß. Das sind nur 3 Worte. Und ich werde jetzt keinen Nachteil finden. Dann kommt man drauf, dass eigentlich sehr viele Schuhfirmen und orthopädische Firmen mit unserer Fehlhaltung Geld verdienen. Dabei stoße ich meistens bei Damen auf taube Ohren, die kaufen mir gern Schuhe. Das macht mir aber nichts. Danke. Tschüss. Angeblich gibt es auch Männer, die gern Schuh kaufen, nur so. Das ist wegen politisch Korrekten und so. Gell?